Wir sind einem ganz einfachen Prinzip gefolgt, nämlich die Form muss der Funktion folgen. Das haben wir in sehr intensiver, detaillierter Zusammenarbeit mit unseren Kollegen vom Design und von der Konstruktion erreicht. Als Aerodynamiker haben wir zwei wesentliche Beiträge zur Fahrdynamik geleistet. Zum einen haben wir dafür gesorgt, dass die Grundform des Fahrzeugs so ist, dass sie ein Minimum an Auftrieb generiert. Zum anderen haben wir in das Fahrzeug reingebracht verschiedene aktive Maßnahmen, die je nach Fahrsituation den Auftrieb minimieren. Also der e-tron GT, der hat natürlich sehr viele aerodynamische Highlights für uns. Aber wenn ich zwei nennen müsste, wäre der erste der sehr, sehr gute CW-Wert von 0,24, der wirklich ausgezeichnet ist in dieser Fahrzeugklasse. Und das zweite Highlight ist, dass wir die Möglichkeit hatten, viele aktive Aerodynamikmaßnahmen in das Fahrzeug reinzubringen, die uns letztendlich ermöglicht haben, unseren Kollegen vom Design ein Maximum an Freiheit für die Exterieurgestaltung zu erreichen. Also für uns in der Aerodynamikentwicklung ist Teamwork tatsächlich extrem wichtig. Ein schönes Beispiel, an das ich mich erinnern kann, ist, als unser Leiter Lichtdesign, Cesar Montada, bei uns im Windkanal war und zusammen mit dem Aerodynamikentwickler die Heckleuchtenkontur optimiert hat, so dass es perfekt für Design und für Aerodynamik war. Für so ein Gran Turismo ist eine sehr, sehr gute Aeroakustik natürlich von besonderer Bedeutung. Im Falle des e-tron GT haben wir besonders auf das Verglasungskonzept geachtet, das Dichtkonzept, und wir haben natürlich einen besonders guten Außenspiegel für das Fahrzeug eingesetzt. Also auch als Entwicklungsingenieur ist der Moment der Fertigstellung eines Projektes ein sehr emotionaler. Das Besondere an diesem Fahrzeugprojekt war eben, dass wir diesen sehr, sehr guten CW-Wert mit einem wunderschönen Exterieur-Design verheiraten konnten und zeigen konnten, dass diese beiden Disziplinen sich wunderbar ergänzen.